Eigenlob stinkt bekanntlich, aber in dem Fall muss ich die Kollegen von der Computerbild-Aktionsabteilung tatsächlich mal loben, denn das, was die hier unter dem angeblich fairsten LTE-Tarif Deutschlands hier für die Leser an Land gezogen haben, das ist tatsächlich ganz spannend, auch für Tarif- und Sparfüchse, denn es gibt eine LTE Allnet-Flat für 9,99 € mit allen Telefonaten in alle deutschen Handynetze, SMS in alle deutschen Handynetze und 500 Megabit im Monat Highspeed-Tempo mit LTE im O2-Netz. Gut, so ähnliche Angebote, wenn man richtig Glück hatte, konnte man auch an sowas mal kommen. Aber es gibt bei solchen Sachen immer so ein bisschen Haken, dass wenn man 500 MB hat und merkt, das reicht nicht aus, gut, da gibt es so eine Art Datenautomatik, da kriegt man also nochmal für ein paar Euro mehr jeweils 3x 100 MB dazu gebucht, zahlt also bis zu 6 Euro mehr. Das kann man als Komfort oder auch als Kostenfalle sehen. Ja, Fakt ist, darüber hinaus gibt es meist keine Möglichkeit, sein Datenvolumen noch zu erhöhen, wenn man plötzlich merkt, man ist mit dem LTE so schnell unterwegs oder ist man ein paar Wochen unterwegs und schaut im Ferienhaus oder draußen in einer Kneipe oder sowas Videos auf seinem Handy, dann reicht das eben nicht. Besonderheit bei dem Tarif ist eben, man kann fallweise also Datenoptionen dazu buchen, was bei den Discount-Tarifen eigentlich sonst nicht möglich ist. Im Extremfall kommt man sogar auf 6 Gigabyte pro Monat. Das sollte eigentlich für einen Smartphone-Nutzer, solange man da keinen Laptop dran steckt, locker reichen. Da zahlt man für insgesamt 6 GB dann 15 Euro mehr, also knapp 25 Euro. Für 3 Euro Aufpreis gibt es 500 MB, für 5 Euro Aufpreis 1 GB und für 10 Euro Aufpreis 2,5 GB mehr, also 3 GB insgesamt. Die Besonderheit ist eben, man wird schon per SMS informiert. Und das ist extra für diese Computerbild-Aktion eingerichtet worden. Wenn man nur die Hälfte seiner 500 MB aufgebraucht hat, sodass man auch eine Möglichkeit hat zu reagieren, diese Option dazu zu buchen und kann dann im übernächsten Monat, wenn man merkt, na gut, das war jetzt eine einmalige Sache mit dem 3 GB oder sowas, kann man das auch wieder runterstufen und ist dann wieder bei seinem 500 MB-Paket für 9,99 Euro. Und ja, also diese beiden Sachen, eine vorzeitige SMS-Info und diese fallweises zu hinzubuchen der Gigabyte-Pakete auch in dieser Größenordnung, das ist tatsächlich bisher einmalig im deutschen Mobilfunkmarkt. Und insofern ist hier dieser Smart Mobil Allnet Plus LTE-Tarif, den es nur als Computerbild-Special gibt, tatsächlich eine interessante Sache. Und bekommen kann man den bis 30. November, wenn man unter der Adresse www.kobi.de/go/smartmobil sich einloggt und dann mit dem Codewort Computerbild den Tarif bestellt. Ja, vielleicht einfach mal ausprobieren. Wichtig natürlich, man sollte vorher vielleicht mit der Computerbild Netztest-App oder durch Umfragen in seinem Bekanntenkreis prüfen, ob vor Ort, dort wo man es nutzen will, auch das O2-Netz gut ausgebaut ist, denn LTE ist ja noch nicht überall dort empfangbar.